Erste Rednerin ist von der SPÖ Selma Yildirim. Danke sehr, Herr Präsident. Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren. Die Ministerin ist noch nicht im Raum, aber ich beginne trotzdem mit dem Positiven. Das Budget für die Justiz wird im Jahr 2021 um 65 Millionen Euro erhöht. Der Fokus wird auf den Strafvollzug und hier insbesondere auf den Maßnahmenvollzug, Stichwort Asten, gelegt werden. Der Opferschutz sowie die Erwachsenenvereine werden mehr Unterstützung erhalten und das ist auch gut so. Wie schon im Budget für das Jahr 2020 bleibt dazu festzuhalten, hallo Frau Ministerin, schön Sie zu sehen. Wie schon im Budget des Jahres 2020 bleibt dazu festzuhalten, die Erhöhung für 2021 im Justizbereich genügt gerade mal, um den laufenden Betrieb aufrechtzuerhalten und um Minimalziele umzusetzen. Im Kernbereich der Justiz, beim unmittelbaren Justizpersonal, hakt es aber nach wie vor vorne und hinten. Ich denke da an die Kanzleien, an Richterinnen und Richter, bei der Staatsanwaltschaft oder den Justizanstalten. Überall gibt es zu wenig Personal. Das versuchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so gut es geht, zu kompensieren. Das kann aber nicht auf ewig so gehen. Die Aufgaben der Justiz werden mehr und sie werden mitunter auch zeitintensiver. Hier möchte ich zum Beispiel diese Großverfahren erwähnen oder internationale Wirtschaftsverfahren erwähnen. Als Beispiel möchte ich weiters das Paket zu Hass im Netz nicht unerwähnt lassen, das wichtige Verbesserungen bringt, aber auch mehr Personal für die Justiz erfordert. Die richterlichen Standesvertretungen haben dafür 70 Richterstellen mehr gefordert, damit das Paket angemessen umgesetzt werden kann. Und im Budget für das Jahr 2021 ist keine einzige Planstelle für richterliches Personal, also bei den ordentlichen Gerichten, vorgesehen. Und das finde ich alarmierend, Frau Ministerin. Bei all der Wertschätzung für Ihren Einsatz, hier mehr Mittel für die Justiz zu erlangen. Hinzu kommt, dass die Justiz durch die Corona-Krise stark belastet ist. Und ganz wichtig noch einmal der Maßnahmenvollzug. Er ist seit Jahren dringend reformbedürftig. Die Zahl der Insassen hat sich in den vergangenen 20 Jahren verdreifacht. Und die Auslastung liegt aktuell bei 120%. Nun komme ich wieder zum Positiven zurück und möchte insbesondere der österreichischen Justiz meine große Anerkennung ausdrücken. Sie genießt im internationalen Vergleich ein hohes Ansehen und liefert trotz schwieriger Bedingungen eine enorm hohe Qualität. Auf sie ist auch in Krisenzeiten Verlass. Und damit das so bleibt, muss sie stark und unabhängig bleiben. Also lassen Sie, Frau Ministerin, die Justiz arbeiten, indem sie auch die personellen und finanziellen Ressourcen bekommt. Stellen Sie dazu alles zur Verfügung, um diese Qualität weiterhin aufrechtzuerhalten. Ich danke. Für den Einsatz gegen Hass im Netz habe die Richterschaft 70 neue Richterstellen gefordert. Im neuen Budget seien aber hierfür keine vorgesehen, kritisiert Selma Yildirim von der SPÖ.